TTIP ist ein transatlantisches Handelsabkommen zur Beseitigung von Hemmnissen wie unterschiedlichen Normen und Zulassungsverfahren. Kinder, hängt eure Jacken und Gasmasken auf. Wir wollen anfangen. Wie jeden Montag mit dem Vortrag heute vor 100 Jahren. Heute vor 100 Jahren trat TTIP in Kraft. Das war ein wichtiger Schritt, um die Diktatur der Nationalstaaten zu brechen. Damals gab es noch nicht den Senat der Weltkonzerne. Die Menschheit war ohne klare Führung, die immer noch von den Nationalstaaten beansprucht wurde. Diese wurden sich nie einig, blockierten sich gegenseitig, führten Kriege und bremsten den Fortschritt. Die Weltkonzerne mussten tatenlos zusehen, wie Regierungen ihren Bürgern Konsumglück vorenthielten, weil damals der Justizapparat von den Regierungen kontrolliert wurde. Doch in mühsamer Kleinarbeit gelang es den Konzernen, genügend Abgeordnete der Parlamente von den Vorteilen des Konsums zu überzeugen. Dadurch konnte TTIP durchgesetzt werden, wodurch eine neue, nicht von den Regierungen kontrollierte Justiz entstand. Die Schiedsgerichte. Drei Anwälte bestimmen ein nicht anfechtbares Urteil, eine Justiz, die der Vernunft des freien Marktes gehorchte. Die Praxis, konsumfeindlichen Ängsten der Bevölkerung nachzugeben, nur um die Wahl zu gewinnen, konnte eingeschränkt werden. Unter anderem war vor TTIP genmanipuliertes Fleisch in der EU verboten. So hätten wir heute womöglich kein Coca-Cola-Kalb und auch keine Schokoladenkuh. Umweltrisiken, sogar bedrohte Tierarten, wurden teilweise mehr berücksichtigt als das Konsumglück des Kunden. Fracking war zum Beispiel in vielen Ländern der EU verboten, um das Grundwasser nicht zu vergiften. Wären diese Verbote dank TTIP nicht gekippt worden, hätten wir viel weniger Energie und wahrscheinlich auch nicht so gute Wasserentgifte entwickelt. Die Menschen damals wussten oft nicht, was gut für sie ist. Der Fortschritt überforderte sie. Zum Beispiel war es den Stadtbewohnern sehr wichtig, tagsüber die Sonne sehen zu können, obwohl diese ja bekanntlich Hautkrebs auslöst. Auch sollten die Flüsse so sauber sein, dass man drin schwimmen könne. Dabei durfte man das schon damals nicht, weil die Leute ertrunken. Alles Mögliche musste auf den Verpackungen im Supermarkt gekennzeichnet werden, was kaum einer las. Auch damit räumte TTIP auf. Fortan lernten die Menschen der Fürsorge der Weltkonzerne zu vertrauen. Sogar die illegalen Massenüberwachungen gingen zurück, da der Datenschutz erfolgreich aufgeweicht wurde und ein Teil der Überwachung nun legal war. Dank TTIP gelang es den Weltkonzernen, die Menschen an die Hand zu nehmen und das goldene Zeitalter des Konsums einzuläuten. Schöne neue Welt? Tritt ein für ein Abkommen basierend auf den Interessen der Verbraucher und nicht der Industrie. Stoppt TTIP, denn TTIP ist nicht gut.